Herzlich willkommen zu meinem neuen Video über künstliche Intelligenz. Heute werde ich euch eine Webseite zeigen, die alle AI-Apps, also künstliche Intelligenz-Apps, gratis zur Verfügung stellt. Das heißt, man kann diese benutzen, man braucht kein Abo, man muss sich nur einmalig registrieren und kann gleich loslegen. Also wollt ihr diese neuen AI-Apps sehen und sucht noch gratis, dann bleibt einfach dran und lasst euch überraschen. Die Seite, von der ich spreche, nennt sich Hugging Face. Hugging Face ist eine Seite, wo AI-Programme getestet werden können. Das heißt, sie befinden sich noch in der Beta-Phase, sind aber meistens schon so gut, dass sie keine Probleme mehr verursachen. Dadurch, dass sie sich in der Beta-Phase befinden, kosten sie nichts, können unbegrenzt getestet werden, bevor sie dann auf die Öffentlichkeit losgelassen werden. Wichtig ist hier mal zu erwähnen, Hugging Face ist gratis, das bedeutet, man müsste sich nur registrieren. Das geht hier. Ich habe mich jetzt schon registriert. Nur kurz die E-Mail-Adresse angeben, den Vor- und den Nachnamen und dann noch die Benutzererklärung zustimmen und dann noch die E-Mail abwarten, dass man schnell seinen Key bekommt und auf diesen dann klicken und dann schon ist man dann auf Hugging Face angemeldet. Wichtig ist, es gibt viele Buttons hier oben wie Models, Datasets, das interessiert uns alles nichts, ist auch viel zu kompliziert, es soll nicht so sehr verwirren. Was uns interessiert ist Spaces. Und Spaces stellt jetzt alle Programme zur Verfügung, die sich noch in der Beta-Phase befinden. Hier sehen wir es, es gibt eine Auswahl Spaces of the Week zum Beispiel, ja, All Running App. Und der Vorteil ist, man kann jetzt filtern, entweder nachdem Recently Updated, das bedeutet, die wurden gerade erst aktualisiert, oder man kann sich die Apps ansehen, die am beliebtesten sind. Und hier sehen wir gleich einmal, Stable Diffusion Version 2.1 ist am beliebtesten. Stable Diffusion ist genauso wie DALL-E Mini eine Text-to-Picture-App. Das bedeutet, man gibt einen Text ein und die künstliche Intelligenz kreiert für dich selbst dann das Bild, das du mit dem Text dann beschrieben hast. Ich habe schon in meinen letzten Videos andere Möglichkeiten gezeigt, wie Text-to-Picture funktioniert über den Discord-Server, wenn ihr euch das interessiert. Dann werde ich euch das Video dazu verlinken. Jetzt schauen wir uns mal aber Stable Diffusion 2.1 an. Normalerweise kostet Stable Diffusion Geld, beziehungsweise man hat nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, sich Bilder stellen zu lassen. Hier ist das unbegrenzt möglich. Und hier, so sieht das Programm jetzt wieder aus, man kann hier jetzt wieder ein Image erstellen. Wichtig ist, hier wird eingegeben, was man erstellen möchte. Und hier wird eingegeben, irgendwelche negativen Effekte, wie zum Beispiel Ugly. Unten haben wir noch Advanced Settings, die Guidance Scale, das bedeutet, mit wie viel Prozent das Programm diesem Text auch wirklich folgen soll. Wir lassen es jetzt mal bei 9, weil das voreingestellt war. Jetzt geben wir mal Enter Your Prompt. Man kann ja so gut wie alles eingeben. Je detaillierter natürlich der Text ist, desto besser wird das Bild. Geben wir jetzt mal zum Beispiel ein Spaceship. Ultra realistic in, okay, in the Star Wars Universe. Generate Image, wir brauchen jetzt keine negative Prompt. Hier sieht man jetzt, dass natürlich ein paar Leute auf dieses Programm auch zugreifen. Die Warteschlange ist jetzt aber nicht ganz so hoch. Im Endeffekt werden jetzt hier 4 Vorschlagsbilder generiert und wir können uns dann natürlich eines davon aussuchen. Beziehungsweise manchmal wird auch nur ein Bild gleich durch die KI geschaffen. Da muss man mal kurz abwarten. Und wir sehen hier jetzt schon, die Warteschlange ist jetzt schon vorbei. Und in wenigen Sekunden sehen wir dann unser vorgefertigtes Bild. Wie gesagt, man kann so viele Bilder stellen, wie man möchte. Nicht wie bei anderen Programmen, wo man auf 25 Bilder limitiert ist. Dadurch, dass es sich noch in der Beta-Phase befindet. Hier sehen wir jetzt, 4 Bilder wurden erstellt und jetzt können wir uns das Bild aussuchen, das uns am besten gefällt. Jetzt würde ich mal sagen, das gefällt mir sehr gut. Schaut wirklich sehr beeindruckend aus. Oder das zum Beispiel. Oder das. Das schaut auch sehr beeindruckend aus. Das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Man kann alles eingeben in diesem Text, was man möchte. Man kann alle negativen Aspekte eingeben und man kann natürlich auch eingeben, wie lange oder wie stark das Programm dem Text
den ich selbst geschrieben habe, dann folgen wird. Wir können auch eine andere Sache jetzt grundsätzlicherweise versuchen. Geben wir den Text mal ein. Waterfall. Ja. Waterfall. Jetzt haben wir auch wieder Ultra-Realistik. Ultra-Realistik in 4K. Damit das Programm weiß, das muss scharf werden. Warten wir wieder kurz ab, bis das Programm das Image generiert. Und wenn es soweit ist, dann schauen wir uns das alles an. Das Programm ist jetzt fertig mit seiner Bearbeitung und hat mir jetzt wieder 4 Beispielbilder gegeben, die einen Wasserfall betreffen, Ultra-Realistik, das heißt nicht Comic-Look. Jetzt schauen wir es uns wieder an. Das wäre Bild Nummer 1. Bild Nummer 2. Das schaut sehr gut aus, muss ich sagen. Schaut sehr, sehr gut aus. Und Bild Nummer 3. So funktioniert Stable Diffusion auf der Hugging Face-Seite. Unbegrenzt möglich, ohne dass es etwas kostet, weil es sich noch in der Beta-Phase befindet. Schauen wir uns ein weiteres Programm an, was ich sehr spannend finde. Wir gehen wieder auf Most Likes. Kurzer Einschub noch, DALL-E Mini ist auch ein Programm, wo es von Text to Picture geht. Auch hier kann dann wieder ein Text eingegeben werden und ein Bild wird dann wieder durch eine KI kreiert. Das werde ich jetzt aber nicht mehr zeigen, weil es den gleichen Effekt hat. Wichtig ist jetzt noch zu sagen, das nächste Programm, das ist der Clip Interrogator. Und der Clip Interrogator, den schauen wir uns jetzt einmal an. Der Clip Interrogator ist ein ganz besonderes Programm, weil es wendet die umgekehrte Methode an. Habe ich ein Bild und würde gerne ein vergleichbares Bild mit einer KI schaffen, dann kann ich dieses Bild hier ablegen und die KI, also die künstliche Intelligenz, liest mir aus, welchen Text ich eingeben müsste, um ein ähnliches oder halbwegs gleiches Bild dann grundsätzlicherweise auch zu schaffen. Klingt kompliziert, dass es wirklich ist. Ich hätte jetzt hier mal ein Bild. Schauen wir uns das mal kurz in groß an. Dauert jetzt ein bisschen. Und dieses Bild betrifft ein altes Haus in einer schönen Landschaft, das ich selbst aufgenommen habe. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie dieses Bild durch eine KI geschaffen werden könnte. Wir ziehen das jetzt hinein. Sagen auch noch Best. Und dann sagen wir auch noch, weil wir jetzt uns mit Stable Diffusion 2 beschäftigt haben, Stable Diffusion 2 und absenden. Hier sage ich gleich, die Wartezeit ist oft sehr lange und die Analyse des Bildes dauert sehr, sehr lange, in diesem Fall mehrere Minuten. Dann lasse ich das mal wieder kurz arbeiten und die KI ihre Arbeit tun und schauen wir uns dann an, wie dieses Bild als Text beschrieben wird. Das Video wurde jetzt fertig analysiert. Und wir können jetzt anschauen, was dabei rausgekommen ist. Man sieht jetzt schon mal, wie viel Text man eigentlich bräuchte, um ein gleiches oder ein ähnliches Bild dann durch die KI zu erstellen. Hier sehen wir jetzt schon a large white house sitting on the top of a lush green hillside, a picture by anscheinend sogar ein Name, der jetzt natürlich nicht stimmt, weil das Bild ja von mir ist. Shutterstock, Art Nouveau, Polish, Manson Kitchen, High Detailed Photo, Museum Photo, Extreme Detailed 4K, very beautiful photo. Jetzt haben wir schon mal gesehen, so wird das Foto beschrieben werden und würden wir hier jetzt den Text wieder in ein Bearbeitungsprogramm eingeben, also Text to Picture, dann würde ein ähnliches Foto dabei wieder herauskommen natürlich. Ja. Jetzt können wir uns noch ein paar andere Programme hier anschauen. Es gibt noch einige spannende Programme, die man sich hier anschauen könnte. Also Stable Diffusion hätten wir, DALL-E Mini haben wir und Clip Integrator. Alles andere kann man sich auch selbst ein bisschen anschauen. Welches Programm wäre jetzt noch ganz interessant? Gehen wir vielleicht einmal auf Magic Prompt, Stable Diffusion. Öffnet wieder kurz. Und dieser Stable Diffusion Prompt Generator. Gehen wir wieder irgendein Textbeispiel jetzt wieder ein. A man walking away
in der City. Und schauen wir jetzt, was dabei rauskommt. Hier ist die Ladezeit etwas kürzer. Hier steht auch schon, was das genau ist. This is a demo of a model series, Magic Prompt, in this case aimed at Stable Diffusion. To use it, simple submit your text or click, for example. Jetzt schauen wir gleich wieder, was bei diesem Programm dann kurz herauskommt. Genau. Hier ist das Gute, dass man dann diesen Text auch wieder für Stable Diffusion benutzen könnte. Das heißt, man nimmt einen Text, das ist eher wie ChatGPT, und könnte dann diesen Text benutzen, um ausschmückender in Stable Diffusion ein Bild zu kreieren. Ein weiteres Programm, das sehr interessant ist, ist Text to Image to Music to Video. Das bedeutet, es wird mehr oder weniger ein bewegtes Bild erschaffen. Von einem Text geht es zu einem Bild und dann wird die passende Musik auch noch unterlegt. Jetzt könnte man wieder reinschreiben, was wir eigentlich wollen. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal eine Comicfigur. Spider-Man is dancing in the rain. Den Style können wir jetzt auswählen. Also man hat hier viele Möglichkeiten. Cyberpunk, Futurism, Cartoon und Painting. Machen wir mal ein Cyberpunk-Setting. Und dann hat man noch die Möglichkeit, welchen Musikgenerator man nimmt. Ich habe auch hier in dem vorletzten Video schon mal Mubert AI vorgestellt. Und das wählen wir jetzt auch aus. Und jetzt warten wir zuerst einmal ab, bis Mubert ein Musikstück dazu kreiert. Und da müssen wir natürlich auch noch das Image generieren. Das ist ganz spannend. Es entsteht jetzt natürlich kein ganzes Video, sondern es ist eigentlich nur ein bewegtes Bild. Man könnte auch wahrscheinlich dazu GIF sagen. Aber wir schauen es jetzt an. Jetzt kommt Generate Image. Und jetzt wird das alles fertig erstellt. Hier sehen wir sind schon in der Warteschlange Platz 1. Und somit können wir das sofort vollenden. Es sollte gleich fertig sein. Und schauen wir, was Spider-Man is Dancing in the Rain dann für die KI bedeutet. Ein bisschen dauert es noch. Und ich melde mich dann wieder, wenn es fertig ist. Das Image ist jetzt fertig erstellt worden. Wie wir gesehen haben, es spielen mehrere KIs hier zusammen. Mubert, Stable Diffusion. Oder man nimmt auch zum Beispiel Refusion Model. Und das Ergebnis kann sich jetzt wirklich sehen lassen. Wir haben hier einen Spider-Man kreiert. Hören wir auch kurz rein in die Musik. Und so stelle ich mir gerade bei Comics eigentlich einen sehr großen Mehrwert vor. Man könnte hier wirklich diverse Texte noch dazu schreiben und eine Musik da hinzufügen, was Mubert AI automatisch macht. Als letztes für heute möchte ich euch eine weitere Neuerung vorstellen bei Hugging Faces. Es gibt ein weiteres Programm, das nennt sich Free Fast YouTube URL Video to Text Using OpenEyes Whisper Model. Das bedeutet einfach nur, man gibt die YouTube-Adresse ein. In diesem Fall ist das die YouTube-Adresse von meinem letzten Video, wo ich vorgestellt habe, wie man mit Hilfe von ChatGPT sich seine eigene Suchmaschine programmieren lässt. Besser gesagt eine Filmsuchmaschine, wo dann wirklich Filme ausgegeben werden mit dem Titel, Cover und auch mit dem Erscheinungsdatum und eine kurze Beschreibung. Und dieses OpenEye Whisper Modell gibt dann das ganze Transkript des YouTube-Videos aus. Das ist sehr gut, dauert länger, muss man sagen, wie gesagt, 5 bis 10 Seconds per Minute. Und das ganze Transkript wird dann ausgegeben. Das könnte man jetzt alles in ChatGPT kopieren und ChatGPT nochmal drüber laufen lassen und eine verbesserte Version wird man dann auch noch bekommen. Das waren jetzt die ersten Programme, die ich bei Hugging Face vorgestellt habe. Es gibt noch viele weitere Programme, viele interessante Programme, und die man sich natürlich auch anschauen sollte. Ich werde die nächsten Tage weiter mich mit dieser Website beschäftigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like bitte da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen sehr schönen Tag.